Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Planet Zoo. So, wir hatten im letzten Part hier so ein bisschen an so einem kleinen Tor hier gebastelt und überlegt, wo wir die Savanne hinmachen, hatten wir glaube ich schon gesagt. Es soll hier hin und wie wir das Ganze machen. Ich habe jetzt mal geschaut, was so die Definition Savanne ist. Das ist also im Prinzip... ist es ja keine direkte Wüste. Es gibt nur Pflanzen, die... Also es gibt keine Bäume, soweit ich das gesehen habe. Also ich würde das so ein bisschen aus dem Bauch raus jetzt dann aufbauen wollen. So, erstmal das hier noch zuweisen wieder. Genau. Und dann passt das. Ja, also hier dann das Savannengebiet hin und das Ganze ist eher flach, also nur so ganz leicht hügelig und eher Büsche statt Bäume. Und da unsere Büffel dann, die Kaffernbüffel war das glaube ich, ne? Die bräuchten ja Wasser, deswegen würde ich da so eine kleine Wasserstelle reinmachen, also so eine kleine Oase irgendwie damit reinbringen. Ich möchte gerne, dass die Besucher oben drüber laufen können. Vielleicht auch mal ein Stück weit durch das Gehege durchlaufen können. Aber da müssen wir erst schauen, wie wir das Ganze umsetzen können. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Denn durchlaufen ist ja ein bisschen schwierig, weil man es dann immer teilt. Ne? Auch wenn man eben so eine Glasröhre macht vielleicht, wo die Leute einfach durchlaufen können. Es ist trotzdem so, dass... dass man das Gehege ja teilt. Und das, ja, fände ich einfach schade. Da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie eine Lösung für finden. Gut, ich würde jetzt ganz gerne dann eben mit dem Savannengehege beginnen. Das hier können wir mal wegnehmen. Das finde ich so doof und so hässlich. Und auch das hier wird wahrscheinlich am Ende nicht das sein, was da hinkommt. Aber das lassen wir jetzt erstmal stehen. Gut, hier hatten wir schon angefangen, ne, mit so einem kleinen Naturpfad. Ich weiß noch nicht so genau, was passt denn an Wege für die Savanne. Also, es ist ja schon so, Sand ist ja eigentlich schon ganz nett, ne? Asphalt, hell, dunkel, nein, das gefällt mir nicht. Und auch hier die Bretter eher weniger. Jetzt ist nur die Frage, wenn wir so einen Naturweg nehmen, der würde gut passen. Der würde gut passen. Also wenn wir einen Naturweg nehmen, ich weiß nicht, ob wir dann hoch und runter können, ob wir da Brücken draus bauen können. Das müssten wir mal eben ausprobieren. Ich hatte hier ohne Begrenzung oder... natürlicher Weg mit unterbrochener Begrenzung. Ach nein, ich hatte das hier nur, genau, mit Sand, glaube ich, gemacht. So, dann wollen wir mal schauen. Ja doch, wo können wir auch? Und das ist dann, sieht dann schon ein bisschen komisch aus, oder? Okay, das ist so ein bisschen Stein, dreckiger Stein. Wirkt ja schon, ne? Also, es wirkt ja schon recht nett. Das muss man ja sagen. Also, es gefällt mir gut. Schade, dass das hier nicht ist, ne? Aber es könnte man ja ändern, könnte man ja anpassen. Man müsste den Weg einfach nur immer ein Stückchen höher haben. Wir gehen ja sowieso gleich hoch, weil ansonsten teilen wir hier das Gehege ja auch, was wir ja nicht wollen. Ziemlich cool. Ziemlich cool. So, genau. Wir gehen nämlich hier gleich hoch. Und dann könnte man hier, ne, gerade gehen. Und da ist man nur so ein kleines bisschen nach oben gegangen. Ich überlege gerade, wie wir das Ganze hier am besten machen. Was wir hier noch hinmachen. Also... wir wollten ja Buden und sowas, also jetzt hier so in der Mitte, könnte man das machen, dass man hier überall Buden hat. Man könnte aber auch da ein paar hinstellen, hier ein paar.
dass man hier gar nicht sofort die Savanne hat, sondern vielleicht nur so ein bisschen Bäumchen und eins, zwei Buden. Okay, ja. Ja, so machen wir das. Was nehmen wir an Barriere? Da sollten wir jetzt mal eben schnell schauen. Ich mal eben kurz gucken. Steppenzebra. Grad 2. Grad 2. Auch Grad 2. Na, wenn das alles Grad 2 ist, dann ist das recht gut. Oh, hier 3. Der Kaffernbüffel hat 3. Was haben wir denn hier noch an starken Strauß hatten wir hier? Der Gnu. Ist noch recht stark, aber auch nur 2. So, hier nochmal gucken, wie hoch muss der sein? 1,25 nur für Strauße. Oh, da hätte ich mit wesentlich mehr gerechnet. Auch nur 1,25. Okay, also wir brauchen Barrieregrad 3. Ja. Das ist 6, das hier ist 2. Der Holzzaun wäre 3. 4. Es ist schwierig jetzt, weil wir natürlich ja das Ganze ein wenig anders gestalten müssen wie bei dem Faun. Bei den Faunen war das nicht so schlimm, ne? Da haben wir hier die Scheiben drin und so, da ist alles gut. Die brauchen ja auch nur eben 2, aber das hier ist schon zu wenig. Kann ich die ändern, die Mauer? Nein, ich will aber auch eigentlich keine Mauer umzumachen. Also Holz würde mir am besten gefallen. Ah, nee, ich habe jetzt eigentlich nicht vor, da einen Stromzaun hinzumachen. Verdammt. Das ist nicht einfach. Also das ist jetzt wirklich schwierig, da eine vernünftige Barriere zu finden, die das Ganze dann eben auch aushält, ne? Also es müsste ja schon auch. Schon auch. Vernünftig sein. Hier würde ich gerne ein bisschen Deko hinmachen und eben ein, zwei Buden. Deswegen überlege ich gerade, wie man das hier dann am besten regeln kann. Kann ich da? Doch, 90 Grad kann ich einschalten. So, und dann nehmen wir mal Länge 20. Müssen wir mal gucken, dass es einigermaßen gerade ist. Ich glaube, ne? Ja. So, wir nehmen jetzt einfach erstmal diese Barriere. Ja? Wir werden das noch ändern. Das wird nicht dabei bleiben, auf gar keinen Fall. Also, wir haben jetzt hier 40 Meter in die Richtung. Ist jetzt nicht so viel, ne? 40 Meter. Aber ich würde das Ganze eher in die Länge ziehen. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei 80, glaube ich. Ist das? Das ist jetzt Zebragröße da, ne? Und das so ein bisschen vergleichen. Hier sollen noch ein paar andere Arten rein. Ja. Okay, nein, wir müssen noch mal zurück. Das ist mir hier. Na, jetzt nimm das doch weg da. So. Okay. Genau, ich will jetzt hier rüber noch mal 2 lang. Und dann
In die Richtung 3. So, und hier müssen wir jetzt aufpassen. Denn da kommt jetzt der Weg dazwischen. Das heißt, das passt erstmal nicht. Müssen wir mal gucken, welche Länge das wäre, die passen würde. 4. Ja, nicht ganz, aber fast. Achso, wir müssen hier ja sowieso auch noch lang. Das geht so nicht. Jetzt geht's. Okay, war vielleicht ein bisschen kurz. Machen wir 5 Meter draus. Hier nehmen wir auch 5. So, und dann wieder 20. Da müssten wir jetzt wieder genau da sein, was wir vorher auch hatten. Gucken. Genau, 1, 2. So, und das hier müssten jetzt dann eben diese 5 Meter sein. Gut, okay. Also, Grundriss haben wir jetzt mal, so ganz, ganz grob. Ja, das wird natürlich noch ein bisschen angepasst. Ich will das am Ende nicht so eckig haben. Aber das wäre jetzt erstmal grob der Grundriss. So, dann könnten wir nämlich hier vorne schön noch ein bisschen Deko machen und so, ein paar Buden und geht dann hier ins Gehege rein. So, jetzt brauchen wir noch eben, das war der hier, glaube ich, ja. Ja, das passt hier nicht ganz. Gucken, kann ich höher... Also, ja, hier mit Treppen, genau. So, und dann bleiben wir auf dieser Höhe und würden dann quasi einmal durchs Gehege durchgehen. Ich würde das gerne so lassen, also einfach so gerade. Wir machen hier noch so kleine Aussichtsplattformen vielleicht hin und... ja, genau. Wir machen eine kleine Aussichtsplattform noch hin. Und hier würde ich gerne, vielleicht vergrößern wir dann doch nochmal, einen Bereich machen, der dann nur mit, also der mit Glas und sowas abgezäunt ist, wo man dann eben auch sitzen kann und vielleicht noch die ein oder andere Bude hat, also sowas in der Art dann, ne? Da schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal mit dem Weg weiter. Kann ich den nicht etwas länger machen? Das ist echt... So, genau. Ja, und hier könnte man dann... irgendwo noch eine Ausguckplattform machen. Obwohl man die vielleicht eher hier irgendwo noch hinstellen könnte. Oder man geht hier einfach noch ein Stück höher. So, da brauche ich aber wieder weniger. So. Nee, warte mal. Wir machen das anders. Das ist schon okay so. Jetzt sind wir fast einmal drüben, genau. Okay. Wir gehen hier dann einfach ab und nach oben. Ich kann doch machen, dass ich das... hier, gebogene Gefälle.
So, und hier machen wir jetzt, hier schaffen wir jetzt eine Plattform. So etwas. Kann man die auch größer machen? Ich weiß das gar nicht genau. Ich muss mal gucken. Wenn ich das hier mit zwei mache. Ne, da geht nur so ein Kreis, ne? Ja. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist irgendwie auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Okay, so, nochmal von vorne. Vielleicht kann ich hier nochmal. Ah ja, guck mal, das geht doch gut. Ja, dann kann man von hier oben nochmal alles schön überblicken. Vielleicht sollten wir hier dann die Kante nochmal rausnehmen, aber das machen wir sowieso, dass wir da einiges rausnehmen. Und hier würde ich dann... So, Warteschlange habe ich hier an. Das ist ja merkwürdig. So, den da hatten wir. So. Okay. Ja, und hier machen wir dann schön diesen Platz noch hin. Aber eventuell erhöhen wir den, dass wir nicht ganz runtergehen hier. Das wäre vielleicht ganz nett. Da müsste ich jetzt nur hier diese Rasterausrichtung nehmen. Ja, genau. Dadurch, dass das Ganze jetzt hier ein wenig erhöht ist, müssen wir da vielleicht auch überhaupt gar nichts großartig an, hier Barrieren machen für die Tiere. Ich weiß nicht, ob die da hochgehen. Also die könnten da schon hoch, aber vielleicht kann man sonst auch einfach mit einem kleinen Wasserwall noch ein bisschen was abzäunen, dass wir da einfach auch ein bisschen Wasser mit hinmachen. Müssen wir mal schauen. Okay, also Wege haben wir. Bis dahin jetzt erstmal. Der geht natürlich dann noch irgendwo da raus. Das machen wir dann. Ja, und jetzt ist die Frage, wie zäunen wir das Ganze hier ab, dass da eben kein Tier hinkommt. Das könnte man natürlich unsichtbaren Barrieren machen, aber das ist ja nun auch nicht das, was es sein soll. Kämen die wieder in Frage? Ich muss mal eben schauen, man kann das... das Dings machen. Höhenausrichtung. Ausrichten. Kamera. Nee, doch nicht. Wahrscheinlich kann man nur die Wege an Barrieren anpassen. So. Sind das 12 jetzt hier? Ich glaube, 12 kommen ganz gut hin, ne? So, und dann brauchen wir das Gewölb. Warum geht das noch nicht? Haben wir das noch nicht gelernt? So, hier. Also da würde ich wahrscheinlich eher dann doch Glas nehmen. Wenn wir hier Glas
reinmachen, wir können das ja so Scheiben machen, dann ist das Ganze zu niedrig. Da müssten wir das Ganze um einiges höher machen. Also eher so in diesem Bereich, dass man dann eben auch was sieht. Das kann man eigentlich gut so nehmen. Wie gesagt, Problem ist jetzt hier, dass wir die gewölbten Barrieren noch nicht haben. Haben wir Barrieren noch nicht fertig erforscht? Wir schauen mal. Doch, hier. Eigentlich schon. Aber vielleicht ist das woanders mit drinne. In einem anderen Ding hier. Das ist hier Indien. Also es geht auf jeden Fall irgendwann dann hier mit den, dass man die rund bauen kann, die Barrieren hier. Also auch die hier, da bin ich mir relativ sicher. Okay, müssen wir sonst noch mal schauen. Sonst könnte man eventuell auch die Plattform einfach noch eins höher machen und tatsächlich dann einfach nur Wasser unten drunter tun. Das wäre eine Möglichkeit, dass man das einfach noch höher macht hier. So, nehmen wir erstmal den ganzen Weg hier weg. So, und dann war das der natürliche. Müssen wir den natürlich auch noch wegnehmen. So. Okay, aber der geht wirklich gleich arg nach unten, ne? So fände ich das gut. Also das wäre jetzt eine schöne Höhe. Ne? Also ich denke, auch da können jetzt keine Tiere dann hin. Kleines bisschen größer machen wir das hier noch. Da müssten wir noch mal schauen, wie wir das mit den Buden dann da machen, ne? Okay, also das nehmen wir so. Und jetzt möchte ich da ganz gerne Wasser drunter machen. Jetzt hoffe ich, dass das irgendwie noch geht hier, dass ich da. Ah, das geht, das ist schön. Können wir das Ganze hier größer machen? Ist schön, das rutscht schön nach. Dann kommt hier nämlich das Wasserloch drunter. Das Ganze hier ein bisschen tiefer noch. Denke hier auch, ne? Also zumindest ein bisschen Ausläufer hier vom Wasser. Und dann gehen wir hier weiter. Okay. So, jetzt haben wir hier Wasser und hier geht es weiter mit dem Wasser. Und hier würde ich auch noch gerne ein kleines Wasserlöchlein machen. Ganz, ganz klein. Eine kleine Oase hier. Eben auch nicht zu tief, aber auch nicht zu flach. So, dann will ich mal eben schauen.
Okay, so hoch können wir das machen. Wow. Wirkt das jetzt... Das wirkt zu gerade, ne? Das ist so... Völlig unnatürlich. So, drücken. Ja, aber wenn wir das jetzt hier alles durch Wasser trennen, haben wir hier hinten ein Stück, welches dann voll mit Wasser ist. Das ist irgendwie auch nichts. Vielleicht sollten wir das hier einfach erstmal wieder wegnehmen. Hier tatsächlich nur so ein ganz, ganz kleines Dingelchen hinmachen. Das finde ich jetzt ganz gut hier. So, und dann gucken wir mal. Mal, jetzt haben wir hier, dass das so überläuft, ne? So ein bisschen. Total cool. Können wir natürlich auch wegmachen und das Ganze nur dahin tun. Mal kurz gucken, wie das hier ist. Das ist toll. Ja, also das hier ist toll, das nicht. Da würde ich sagen, machen wir doch das hier komplett weg. Wir machen das jetzt hier mal auf 100%, damit es schneller geht. Okay, dann haben wir da nämlich noch ein Stück ohne Wasser. So, hier nehmen wir Wasser nochmal raus. Und dann machen wir hier mal ein paar Dinge abändern. Bisschen natürlicher machen hier. Da. Das machen wir hier wieder zu. Und dann kletten wir das Ganze. Ob das vom Wasser her dann reicht. So. Genau, soll ruhig so ein bisschen überlaufen. Ja, das finde ich gut. Hier läuft es ja nun auch so ein ganz kleines bisschen über. Das gefällt mir nicht so gut. Das würde ich hier gerne wegnehmen. Also ganz leichte Bodenwellen reinmachen. Wir haben ja auch hier die Funktion Aufrauen, ne? Die habe ich ja auch schon benutzt. So, jetzt müsste das mit dem Wasser hoffentlich... Ja, jetzt läuft das nicht mehr so weit über. Nur noch ein Stück. Das finde ich gut. Das gefällt mir besser. Aufrauen. Das ist aber ganz schön viel Aufrauen hier.
gar nicht so mega viel haben. Weil, wie gesagt, Steppe ist schon sehr, sehr eben und karg. Das, was ich da so gesehen habe. Ja, also das ist dann schon, denke ich, wirklich alles an Hügeln, was es geben sollte. Hier kann man mal wieder 100% einstellen. Ganze schöne Kletten. Dass am Ende tatsächlich nur noch so ganz leichte Wellen überbleiben. Und den Rest machen wir dann mit so ein paar Felsen und so. Dass es eben nicht zu glatt wirkt. So, ich denke, die Bodenstruktur kann man erstmal so lassen. Also was hier gefällt mir das jetzt noch nicht so mit dem Wasser. Das machen wir nochmal eben ein bisschen anders. So. Und jetzt nochmal. Fast. Und jetzt noch mal. Ja. Gut, jetzt ist besser. Jetzt gefällt mir das da um einiges besser. Okay, so, soweit so gut. Ne? Also so ein bisschen eine kleine Grundstruktur haben wir schon drinne. Dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden. Im nächsten machen wir dann hier weiter. Also bis dann. Ciao, ciao.